Diese zauberhafte junge Dame, die wohnt nebenan. Leider. Hier, das Alpenpferdchen. Nimmst du wieder mit. Die ist deine Nachbarin? Mhm. Und ich an deiner Stelle würde mir nicht die Augen nach ihr ausgucken. Frau Knittel-Röderich ist bereits 2-mal geschieden und führt ein äußerst anstrengendes Leben. Nimmst du Candis oder treibst du wieder Diät? Warum soll ich denn das Alpenpfeilchen wieder mitnehmen? Na, weil es das 13. ist, dass du mir in diese Wohnung schleppst. Rum, nimm dir bitte 6. Frau Mutter, seit wann bist du abergläubisch? Ich bin überhaupt nicht abergläubisch, aber 13 Alpenpfeilchen in einem halben Jahr. Herbert, das zeugt von Fantasielosigkeit. Mutter, was hast du heute eigentlich? Ich bin doch nicht ganz hier, da mäkelst du schon an allen herum, an meinen Alpenpfeilchen, an der jungen Frau. Auf mich hat sie einen sehr anständigen Eindruck gemacht. Deine Pfeilchen und die Menschenkenntnis, Herbert. Nun, nimmst du gar nichts Süßes? Ich kann dir auch ein Schinkenbrot machen. Du machst sie einfach nicht, weil sie gut aussieht. Gib's doch zu, du hattest von jeher was gegen gut aussehende Frauen. Gut aussehend? Na, die solltest du mal sehen, wenn sie abgeschminkt ist. Das Einzige, was an dir echt ist, sind ihre Ellenbogen. Was hat das mit meinen Alpenpfeilchen zu tun? Eine Menge, Herbert. Schon als Kind hast du immer nur gesehen, was du sehen wolltest. Ich kann mich überhaupt an keinen Festtag erinnern, wo du mir keine Alpenpfeilchen geschenkt hast. Ja, weil du verrückt bist nach Alpenpfeilchen. Was, ich? Ich hasse Alpenpfeilchen. Oh, Mutter, seit wann denn das? Ja, schon immer, schon als du so klein warst. Mutter, du hattest doch immer Alpenpfeilchen, selbst auf dem Klo standen noch welche. Na ja, sollte ich sie wegwerfen? Was konnten die armen Pfeilchen dafür, dass du sie mir geschenkt hast? Also bitte, warum denn immer nur ich? Na, weil alle haben dir welche geschenkt. Nein, alle. Nein. An manchen Geburtstagen waren es über ein Dutzend. Nur weil du als 5-Jähriger damit angefangen hast. Bitte, wenn dir meine alten Pfeilchen so zuwider waren. Warum hast du mir das nicht gesagt? Na, was sollte ich denn sagen einem 5-Jährigen? Hier, nimm deinen blöden Topf. Ich mag keine Alpenpfeilchen. Nein, Herbert, das macht vielleicht eine zauberhafte junge Dame nebenan. Aber nicht ich. Also bitte, Mutter, lass die junge Frau aus dem Spiel. Herbert, das arme Kind von dir, das kann einem direkt leid tun, wird überall herumgestoßen, mal dahin, mal dorthin. Die Dame ist doch ständig unterwegs. Die hätte sich lieber einen Chauffeur anschaffen sollen. Ja, das ist ja ein reizender Advent. Lebkuchen von der Stange, Rufmord, frohes Fest, Mutter. Was hast du gegen meine Lebkuchen? Du isst bereits den 2. Ja, aber die schmecken alle gleich nach Pappe. Ja, letztes Jahr fandest du sie noch ausgezeichnet. Ja, das waren wahrscheinlich noch andere. Nein, Herbert, das waren die hier. Die sind noch vom vergangenen Jahr. Es geht doch hier gar nicht um Lebkuchen. Es geht doch nicht ums vergangene Jahr, sondern es geht ums Prinzip. Ist dir das noch nie aufgefallen? Wir feiern doch schon seit Jahren kein richtiges Weihnachten mehr. Na, jetzt bist du aber wirklich undankbar, Herbert. Komm, gib mir endlich deinen Wunschzettel. Ich warte schon seit Tagen drauf. Oder dieses Jahr gibt es keinen Wunschzettel. Was heißt, es gibt keinen? Meiner ist hier. So, und nun schreib mir auf, was du dir wünschst. Ich will nichts haben, Mutter. Alles, was ich haben will, das habe ich bereits. Und was ich nicht habe, das kann ich mir auch nicht kaufen. Und du auch nicht. Ein paar elastische Strümpfe, eine Tube Mandelkleier mit Sesam. Das ist doch alles Verlegenheitswünsche. Ja? Fällt dir vielleicht was Besseres ein? Ja! Ich möchte endlich mal wieder so Weihnachten feiern wie früher. Als Kind ganz einfach, ganz schlicht. Ohne diesen Aufwand, ohne diesen Trubel, ohne diese protzigen Geschenke. Herbert! Du, das ist eine großartige Idee. Das machen wir. Mutter, und diesmal machen wir auch keine Gans. Keine Gans? Nein. Auch keinen Karpfen, keinen Kaviar, keinen Sekt, keine Gänsebrust. Nichts. So gar nichts? Mutter, wir haben beide Übergewicht. Na ja, aber irgendetwas müssen wir doch essen, Herbert. Na, dann mach doch einfach Heringssalat. Hatten wir doch früher auch immer. Und für die Festtage Pellkartoffeln mit Speckstippe. Pellkartoffeln mit Speckstippe und einem brennenden Weihnachtsbaum? Wieso Weihnachtsbaum? Den willst du doch nicht etwa auch streichen. Aber Mutter, ein paar Tannenzweige erfüllen doch den gleichen Zweck. Herbert, Tannenzweige am Heiligabend. Wir waren einmal sehr froh, Mutter, dass wir die überhaupt hatten. Das war damals nach dem Kriege. Da gab es ja auch nichts. So, da gab's nichts. Ich finde, da gab's eine ganze Menge. So? Und was soll denn das gewesen sein? Etwas, das heute anscheinend alle vergessen haben. Nämlich Stille und Besinnlichkeit. Und Vorfreude. Und Innerlichkeit. Echte christliche Innerlichkeit. Herbert, warum hast du mir denn das nie gesagt?
Was gesagt, Mutter? Na, dass du heimlich wieder in die Kirche eingetreten bist. In die Kirche? Na ja, aber deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Aber das mit der Kirchensteuer damals, das war nun wirklich etwas kleinlich. Mutter, ich... Psst, Herbert, das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was du mir machen konntest. Komm, jetzt muss ich schnell die Kerze. Hat bestimmt noch was für uns eingekauft. Wetten? Stell die Musik an. Was ist denn hier los? Das hat dir der Nikolaus gebracht, Herbert, von uns allen. Frau Böse, ich hatte doch extra gesagt... Ich schlag schon mal Kaffee an für alle. Gib einen ganz tollen Mandelstein. Also für mich bitte nicht, ich habe noch zu arbeiten. Aber doch nicht jetzt, Herbert, wir wollen doch feiern. Also, Irmchen, ich hatte ausdrücklich darum gebeten, dieses Jahr keine Feier und keine Geschenke. Das sind doch nur ein paar Schallplatten. Das war ein Sonderangebot, Herbert, wirklich. Ja, das ist ja sehr nett von Ihnen allen, aber ich bitte Sie auch einmal Verständnis für mich aufzubringen. Ich habe mich nur einmal entschlossen, dieses Jahr Weihnachten wieder so zu begehen, wie es sich für Christen gehört. Ganz still. Keine Geschenke und kein üppiges Essen. Kein Luxus. Kein Tamtam. Also Kaffee und ein Stück Stollen ist ja schließlich kein Luxus. So war das ja nicht gemeint. Dieser Boldinger nicht, der macht mich noch ganz verrückt mit seiner albernen Steuerprüfung. Trink mal erst eine Tasse Kaffee, Herbert, das beruhigt mich. Und Burger hat noch was auf dem Herzen. Na los, mach schon. Es ist nur, weil ich mich Weihnachten verlobe, Herr Winchin. So? Na wunderbar. Gratuliere. Na los doch, weiter. Ja, lachte meine Mutter. Also am zweiten Weihnachtsfeiertag, ne? Ob sie da nicht alle kommen können, zum Kaffee und so. Na, das tut mir aufrichtig leid. Aber ich bin Weihnachten leider... gar nicht in Hamburg. Du fährst über Weihnachten weg? Ja, aufs Land. Ich kann diesen Weihnachtsrummel, den kann ich nicht mehr ertragen. Oh. Das wird aber höchste Zeit. Herbert, du? Na, ich denke, ich soll zum Ausstechen kommen. Das ist doch die Kleine von nebenan. Ach, Stefan. Die kennst du also auch schon? So, was macht die denn hier? Na, die hat doch ihre zauberhafte Mutter bei mir deponiert. Für eine Stunde. Das war gegen eins, jetzt ist es fünf. Ja, das wird seinen Grund haben, nicht? Vielleicht ist sie berufstätig. Was soll sie denn machen? Na, vielleicht dafür sorgen, dass das Kind mal ein vernünftiges Zuhause bekommt. Du, ich glaube, die ist längst zu Hause. Was? Na, die wohnt doch hier auf dieser Seite. Nicht? Na und? Der, als sie eben aus dem Wagen stieg, da ging der Licht an. Moment, ich sehe mal nach. Bring sie nur eben rüber. Herbert, wenn's geht, komm wieder vor der Tagesschau. Bist du ja mein Spatz. Oh, Sie sind's. Kommen Sie doch im Moment rein. Ist nur eine Erdbeermaske. Ja, ich bin gleich fertig. Guten Abend. Ich wollte nur... Sie können Stefanie schon den Joghurt geben. Steht in der Küche im Eisschrank, oben rechts. Ja, Entschuldigung, aber ist vielleicht doch besser... Wo ist denn die Küche, Stefanie? Hm? Ja. Ist was passiert? Nein, ist nichts. Ist nur so ein bisschen Milch. Wo ist die Joghurt? Bitte? Und der Löffel? Moment. Andere Schublade. Bitte? Danke, wenn Sie damit fertig sind, dann kommen Sie rein. Stefanie, setz dich da hinten hin, die Mami kommt gleich. Ich glaube, ich störe irgendwie. Ach, sieht schrecklich aus, nicht wahr? Aber ich musste mir die Haare waschen, ich habe morgen früh Aufnahmen. Ach, nehmen Sie sich doch was zu trinken, mir können Sie auch einen Sherry bringen. Weißt du, Mutter, und da hat sie gesagt... Weihnachten. Nicht jetzt, Herbert, nicht jetzt. Erzähl es nachher. Sieh lieber zu, dass die Bleche in den Ofen kommen. Und brich nicht alle Zacken ab. Ich habe nicht einen einzigen Zacken abgebrochen. Ach, und was ist mit dem hier? Der hatte nur fünf. Nein, der hatte sechs. Also ob nur fünf oder sechs, Mutter, das ist doch egal. Bitte? Gegessen werden sie sowieso. Bitte, wenn du lieber fünf zackige Sterne essen willst. So, jetzt sieh zu, dass die Bleche in den Ofen kommen und stell die Eieruhr auf 10. Und das eine Blech muss in die zweite Rille von oben, das andere in die zweite Rille von unten. Hast du das verstanden? Ja? Ja, stellt sich an, als wäre Plätzchenbacken eine Gunst. Also, Mutter, es geht um Weihnachten. Genauer gesagt, um Heiligabend. Ich habe darüber nachgedacht, weißt du?
Also ich finde, wir sollten dies Jahr doch mal etwas mehr tun, als nur um 24 Uhr in die Kirche gehen und ein paar Mark dafür Brot für die Welt spenden. Ne? Damit machen wir es uns wirklich zu einfach. Ja, na dann gib doch mal einen Hunderter in den Klingelbeutel. Aber Mutter, ich rede doch nicht von Geld, sondern von Menschen. Es gibt doch Tausende, Abertausende von Menschen, die einsam sind in unserer Stadt. Und die Weihnachten allein rumsitzen, sich die Augen ausheulen. Herbert, wir feiern Weihnachten im engsten Familienkreis. Das haben wir immer getan. Eben, Mutter, eben. Und deshalb schlage ich vor, wir überraschen uns dieses Jahr so quasi anstelle der Geschenke, jeder mit einem Gast. Du willst Heiligabend wildfremde Leute einladen? Ja, sie müssen ja nicht wildfremd sein. Ja, ich wüsste nicht, wen ich einladen sollte. Mich hat Heiligabend auch nie jemand eingeladen. Ja, Mutter, du warst ja auch nie allein. Oh, und was war damals im Kriege? Na, da war ich ja da. Ah, du warst doch noch ein Kind. Ja, aber ich war da. Ja, aber ich habe mich trotzdem einsam gefühlt. Mutter, Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die fühlen sich heute genauso einsam wie du damals. Und deshalb wirst du jemand einladen. Ach, du meinst doch nicht etwa die da? Nein, nein. Natürlich nicht. Ich dachte zum Beispiel an Tante Elsbeth. Bist du verrückt? Mutter, stell dir mal vor, du müsstest Heiligabend allein in einem Altersheim. Elsbeth kommt nicht ins Haus, weder Heiligabend noch sonst. Weißt du, was du da sagst? Allerdings, Mutter? Ich kenne Elsbeth seit über 40 Jahren. Sie ist eine der größten Buschtrommeln, die je gelebt haben. Sie ist Vaters Schwester und er hat sehr an ihr gehangen. Elsbeth kommt nicht in Frage. Dann lade ich schon lieber Irmchen ein. Na, du weißt doch genau, dass sie niemanden hat und die würde sich wenigstens freuen. Irmchen kommt mir nicht ins Haus, da vergeht einem ja das letzte bisschen Weihnachtsstimmung. Da hast du es, es geht eben nicht. Ach, was heißt es geht nicht? Es gibt doch auch noch andere Leute, es gibt Herbert, doch, gibt doch Waisenkinder. Herbert, riechst du nichts? Du hast vergessen, die Eieruhr zu stellen. Die Eieruhr? Nein, die schönen Kekse. Alle verbrannt! Alle verbrannt! Verzeihung, ich suche eine Kleinigkeit für eine junge Dame. Ein Weihnachtsgeschenk? Ja, aber eigentlich mehr so eine Aufmerksamkeit, also nichts Großes. Parfum ist doch immer richtig. Ja, also ich dachte eigentlich mehr so an, sagen Sie, haben Sie zufällig Fantastico? Haverschmittel finden Sie da hinten. Geizkragen. Irmchen! Nein, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich mache gerade Marzipankartoffeln. Oh, darf ich die mal sehen, Riechen? Irmchen, kannst du denn nicht vorher anrufen, wenn du vorbeikommst? Was willst du eigentlich? Och, Riechen, es ist doch nur wegen Heiligabend. Ich dachte, weil du doch dieses Jahr so ganz alleine bist. Na ja, und wieso du zweit, da kommt man doch viel leichter drüber weg. Und da wollte ich dich fragen, ob du Lust hast... Bitte, woher weißt du, dass ich alleine bin? Na ja, Herbert fährt doch weg zu Weihnachten. Aufs Land. Hat er dir das nicht gesagt? Nein. Das hat sich zerschlagen. Oh. Na ja, dann. Es war ja auch nur so eine Idee von mir. Mhm. Nicht? Ja. Entschuldigung. Bitte. Es wird meinem Verlobten sicherlich sehr leid tun. Der hat sich schon so auf dich gefreut. Irmchen, zieh den Mantel aus. Hilf mir in der Küche. Das ist ja nur eine Platte. Sagen Sie, haben Sie von dem nicht was, was ein bisschen repräsentativer ist? Also auf Deutsch, Sie wollen eine Kassette? Ja, so in der Richtung. Aber barock muss es sein. Ja, da haben wir einmal diese hier mit zwei LPs, ja, und dann diese mit drei LPs. Ja, also ich nehme die mit drei, nicht? Und, ah, ja, und schön verpacken, damit es auch was hermacht, ja? Nämlich für eine junge Künstlerin. Ist das nicht komisch, Irmchen? Ich wollte dich heute Morgen anrufen. Du? Mit? Kann ich was für dich tun, Riekchen? Nein, hat sich längst überholt. Ich wollte dich für Heiligabend einladen. Was ist denn? Was hast du denn? Ich hab gelogen, Riekchen. Da ist gar keiner. Ja, da war mal einer, aber verlobt war er nicht. Jedenfalls nicht mit mir. Na ja, wie das so ist als alleinstehende Frau. Man will ja nicht als Gespött rumlaufen, denn da findet man sich eben so dies und das. Das ist doch kein Verbrechen, oder? Also ich an Ihrer Stelle würde unbesehen Kroko nehmen. Ist doch viel gediegener und hält ewig. Und was sagten Sie, kommt die noch? 798.
798? Naja, ist ja nur einmal Weihnachten. Sieht aus wie vom Supermarkt. Supermarkt? Vom Fachmann, meine ich. Riekchen, ja? Kann ich das irgendwie wieder gut machen? Was denn? Na, du weißt schon. Das. Oder ist nur alles aus mit Weihnachten und so? Bist du verrückt? Warum lasse ich dich denn die Dinger machen? Natürlich kommst du heilig an. Vorsicht. Herbert kommt doch auch, oder? Du, aber Herbert darf davon kein Wort erfahren. Kein Sterbenswort. Das soll nämlich meine Überraschung werden. Für Herbert? Mein Weihnachtsgeschenk. Wie schmecken dir denn meine Vanillekringel? Ich weiß nicht, die schmecken irgendwie komisch. Wieso komisch? Als ob die weiß Gott wie alt wären. Oh, die habe ich doch erst vor 10 Tagen gebacken. Trotzdem, die schmecken irgendwie sonderbar. Und nach demselben Rezept wie damals in deiner Jugend. So? Ja, also, ich habe die ganz anders in Erinnerung. Ja, weil du so verwöhnt bist. Heutzutage wird doch alles mit Butter gebacken. Wieso? Hast du denn da keine Butter drin? Na, natürlich nicht. Damals gab es ja auch keine Butter. Aha. Übrigens, Mutter, ich habe es mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Also, das mit dem Baum, ja, das war übertrieben. Also ich finde, wir sollten doch einen haben. Also keinen großen natürlich, einen kleinen, also so etwa. Und dann vielleicht am besten im Topf, dann kannst du ihn nachher wieder einpflanzen. Na, wo soll ich denn den hier einpflanzen? Ja, vielleicht auf deinem Balkon. Herbert, ein Tannenbaum ist doch keine Geranie. Ja, ich meine, dann vielleicht irgendwo im Wald, das wird man ja sehen. Also den Weihnachtsbaum besorge ich. Und was mache ich mit meinen vielen Tannenzweigen? Ja, nimm die doch einfach zur Dekoration. Du sag mal, wo sind denn die Würfel? Was soll ich damit dekorieren? Etwa den Heringssalat? Ach ja, richtig, Mutter, das hatte ich ja ganz vergessen. Wir haben ja Gäste, denen können wir ja nicht gut Heringssalat anbieten. Ich meine, wir könnten schon, ja. Aber also ich dachte mehr an so ein kleines kaltes Buffet, weißt du? Herbert. Ich meine, ganz schlicht, Mutter, nur ein paar kleine Häppchen, weißt du, ich besorg einfach einen Alm, bisschen Lachs und so. Ja, hatten wir ja früher Weihnachten auch immer. Ach, und vergiss auch den Sekt nicht, Herbert. Naja, ein, zwei Flaschen, Mutter, sind ja kein Luxus, nicht? Nimm sowieso die Hausmarke. 258, oh, ich müsste verrückt. Ist doch für meinen zukünftigen. Ja, wenn, komm sie mal nicht eben. Doch, sie lass doch bitte. Ja, was würdest du für diesen Pullover bezahlen? Für den hier? Ja. Herbert! 40 Mark, keinen Pfennig mehr. Ja, kannst du mal sehen, Irmchen. Wieso? Was hat sie denn bezahlt? 258. 258 Mark? Für so ein paar Fäden Wolle. Mensch, Herr Bentin. Der ist ja irre. Findest du wirklich? Ja, der steht ihm doch tierisch. Ja! Nein, bitte bleiben Sie draußen. Sie sind hier falsch. Ich habe keinen Baum bestellt. Ja, ich bin's, Mutter. Was, du, Herbert? Ja, jetzt lass mich doch schon rein. Nein, nicht mit diesem Ungetüm von Baum. Der reißt mir doch alles von den Wänden. Vorsicht, Herbert. So, das war der Staubsauger. Ich mache ihn doch gleich kürzer auf dem Balkon. Warum hast du denn keinen kleineren gekauft? Der passt ja nicht mal in eine Altbauwohnung. Der hier war der schönste, Mutter. Herbert, vorsichtig. Wirst mir doch alles herunterwerfen. Wo sollen wir den überhaupt reinstellen? Der passt nicht mal in unseren alten Ständer. Ich hab doch schon 9 unten im Wagen. Den hol ich gleich rauf, zusammen mit den Kugeln. Wieso? Was hast du denn für, was denn für Kugeln? Na, zum Schmücken, für den hier. Aber wir haben doch Kugeln. Na, Mutter, aber was für welche? Die sind doch uralt und dann noch bunt. Und was hast du für welche gekauft? Also der letzte Schrei, Mutter. Alles in Gold, sogar das Lametta. Eine neue Krippe habe ich auch. Also totschick, sag ich dir. So, seit wann ist dir denn unsere alte Krippe nicht mehr gut genug? Aber Mutter, die gehört doch seit Jahren auf den Sperrmüll. Unsere Figuren, die sehen doch alle aus, als hätten sie Lepra oder Schlimmeres. Herbert, diese alte Krippe ist noch vom Papa. Und solange ich lebe, steht sie jedes Jahr noch unter unserem Weihnachtsbaum. Na ja, Mutter, darüber können wir ja noch reden. Nein. Ist das nicht eine Pracht, der Baum? Ja. Was? Also, den schmück ich dies Jahr. Du willst
ich den Baum schmücken? Ja, ich meine, warum denn nicht? Na ja, weil seit über 50 Jahren ich den Baum schmücke. Ja, aber Mutter, das ist gefährlich, du bist nicht mehr 60. Stell dir mal vor, du fällst von der Leiter. Keine Sorge, ich fall nicht von der Leiter. Und wenn, dann fängt Irmchen mich auf. Irmchen? Wieso denn Irmchen? Naja, einmal musst du es ja doch erfahren. Ich habe Irmchen eingeladen. Du hast Irmchen eingeladen? Mhm. Zu Weihnachten? Ja, und sie hat sich sehr gefreut. Das hast du doch nur getan, um mich zu ärgern, Mutter. Wahrscheinlich weißt du schon seit Wochen, dass ich Veronique eingeladen habe. Oh, Veronique? Ja, Veronique! Es tut mir leid, Herbert, aber das mit den Überraschungen war deine Idee, nicht meine. Also, Mutter, du lädst Irmchen auf der Stelle wieder aus. Gern, Herbert. Wenn du deine Frau Knittel-Röderich auslädst. Das geht doch gar nicht um Frau Knittel-Röderich. Das ist jedenfalls nicht in erster Linie. Ich meine, du musst doch auch mal an das arme Kind da drüben denken. Ja, das habe ich bereits getan. Sieh mal, das alles hier ist für Stefanie. Mutter, jetzt sei doch nicht so verstockt. Meine Irmchen, ne? Und diese Frau, die passen doch einfach nicht zueinander. Das weißt du doch am besten. Ja, aber wieso sollen die denn zueinander passen? Die wollen ja nicht heiraten. Schon gut, Mutter. Du willst Irmchen also nicht ausladen? Ebenso wenig wie du deine Frau Knittel-Röderich. Es ist doch nicht meine Frau Knittel-Röderich. Sie ist deine Nachbarin, die ist einsam, ja, und allein, die freut sich auf ein Weihnachten bei uns. Ja, das tut Irmchen aber auch. Also gut, Mutter. Wenn du mir unbedingt Weihnachten versauen willst, bitte. Ach Gott, jetzt wird man doch verrückt. Aber eines lass dir gesagt. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Frohes Fest. Frohes Fest, Herbert. Goldschmuck an meinem Weihnachtsbaum. Wir sind doch keine Pharaonen. Herbert? Ja, was ist das? Eine Frau Knittel-Röhring oder so. Ja, geht schon in Ordnung. Oh, guten Tag. Ja, das ist ja eine Überraschung. Schon in Ordnung, Irmchen. Die Dame hat einen Termin. Bitte, nehmen Sie doch Platz zu uns. Vielleicht einen Kaffee oder einen Tee oder einen kleinen Cognac. Danke, nein, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss nur dringend etwas mit Ihnen besprechen. Ja, also das muss Gedankenübertragung sein. Ich wollte nämlich heute Abend auch zu Ihnen. Wissen Sie, es ist so, meine alte Dame bekommt Heiligabend überraschend Besuch. Und da dachte er so, Familie, schrecklich, nicht? Und da dachte ich, vielleicht könnten wir natürlich nur, wenn es Ihnen nichts ausmacht, da dachte ich, vielleicht feiern wir besser bei Ihnen. Oh, das tut mir leid. Ich bin Weihnachten leider nicht zu Hause. Wir haben nämlich einen Trauerfall in der Familie. Oh, das ist ja furchtbar, mein Beileid. Danke. Ich muss über Weihnachten nach München fliegen. Ja, aber das ist doch selbstverständlich, meine Familie. Wer ist es denn? Mein Großvater. Wenn ich nur wüsste, was ich mit dem Kind machen soll. Ich kann sie doch nicht mitnehmen. Na, aber auf gar keinen Fall. Ich bitte Sie. Augenblicklich ist sie bei meiner besten Freundin, aber da kann sie natürlich nicht bleiben. Und nun habe ich mir gedacht, ob Sie sie vielleicht übermorgen früh dort abholen könnten. Ich weiß, es ist eine Zumutung, aber an wen soll ich mich denn sonst wenden? Aber bitte Sie, natürlich kommt Stefanie zu uns. Nicht, das deichseln wir schon. Also hier sind meine Wohnungsschlüssel und da ist die Adresse meiner Freundin. Am 26. bin ich ganz sicher wieder zurück. Also bitte hetzen Sie sich bloß nicht ab. Ja, also wenn Sie einen Tag länger bleiben müssen, wissen dann Sie, bleiben Sie, Sie glauben sind Sie mir. Ein Schatz. Wer ist denn da? Ich bin's, Mutter. Herbert, nein, um Gottes Willen, was willst du denn hier? Bitte nicht da reinkommen, nein, dann bitte bleib draußen. Aber Mutter, das geht doch nur schon so lange ich mich erinnern kann, ist doch jedes Jahr dasselbe. Na? Aha. Du hast ja doch die alten Kugeln wieder angemacht. Ja, und die bleiben auch dran. Und wenn sie deiner Frau Knittel-Röderich nicht gefallen, dann soll sie sich gefälligst selbst einen Baum schmücken. Meinetwegen mit Platin und Juwelen. Was hast du denn, Mutter? Sieht doch sehr hübsch aus. Ja? Meine ist ja eigentlich auch viel, viel kindgerecht, so in bunt. Du hast ja auch Kringel dran. Hab ich je keine dran getan? So, und du darfst auch welche dran machen, aber mit Gefühl. Ach, übrigens, Mutter, ich habe etwas sehr Wichtiges mit dir zu besprechen. Also, Veronique war heute Morgen bei mir. Im Büro? Ja, warum denn nicht?
Sag mal, Herbert, du hast doch nicht etwa die Absicht, dich Weihnachten mit der Dame zu verloren? Aber Mutter, sie ist ja gar nicht da. Sie muss dringend nach München. Über Weihnachten? Ja, ihr Großvater ist gestorben. Deswegen will sie ja auch das Kind nicht mitnehmen. Ist doch sehr vernünftig. So, findest du? Und wo feiert das Kind nun Weihnachten? Na ja, hier bei uns war ja sowieso eingeladen. Na, das ist ja entzückend. Die Dame ist ja wie ein Krokodil. Legt ihre Eier in den Sand und hofft, dass die Sonne sie ausbrütet. Aber Mutter, es ist ein Trauerfall. Sie muss nach München sich um ihre Mutter kümmern. Naja, ist vielleicht auch besser so. So, Herbert, und jetzt die Krippe. Du, ich finde, Mutter, weißt du, wie das jetzt nun mal alles so gekommen ist? Da wär's doch am besten, wir beide würden Weihnachten ganz allein feiern. Ja? Nein, nur mit Stefan. Herbert, das ist zwecklos. Ich kann Irmchen nicht wieder ausladen. Na, dann tue ich es eben. Nein, das wirst du ihr nicht antun, wo du weißt, wie sie sich freut. Also, Mutter, wenn du Irmchen nicht auslädst, dann lade ich auch Tante Elsbeth nicht aus. Du hast Tante Elsbeth eingeladen? Ja, aber nur, weil du Irmchen eingeladen hast. Sei ehrlich, das war nicht fair. Herbert, also du kannst dann wirklich jede Freude vergrauen. Oh, Mutter, ist doch noch gar nicht alles verloren. Ach, du kannst einfach sagen, du seist krank geworden. Auf keinen Fall. Das bringt Unglück. Dann sagst du eben, ich sei krank geworden. Blinddarmreizung oder so. Herbert, das kann man keinem Menschen antun. Du weißt doch, wie allein die beiden sind. Nein, Herbert, jetzt wirst du die Suppe auslöffeln, die du uns eingebrockt hast. Naja, gut. Die paar Stunden kriegen wir auch noch über die Runden. Hauptsache, das Kind hat übermorgen ein Weihnachten, wie sich's gehört. Ja, ohne Mutter und bei fremden Leuten. Und das nennt sich nun das Fest der Liebe. Halleluja. Kommen Sie. Setzen Sie sich eben noch eine Minute. Okay. Sie kennen Froni noch nicht allzu lange, nicht? Naja, mein Gott, wie man's nimmt, wir sind sozusagen Nachbarn. Also... quasi jedenfalls. Ich find's wirklich rührend von Ihnen, dass Sie sich um Stefanie kümmern wollen. Aber ich muss Ihnen sagen, richtig finde ich's nicht. Naja, die Kleine muss ja schließlich irgendwo hin. Ja, irgendwo hin ist gut. Also ich bin wirklich Vronis beste Freundin, aber was zu weit geht, geht zu weit. Finden Sie nicht auch? Nein, wieso? Na schön. Wie Sie wollen. Wir haben ihr jedenfalls klipp und klar gesagt, nicht in unserem Haus. Bring dein Kind hin, wohin du willst, aber nicht zu uns. Weil, wie ich sehe, hat sie es ja wieder fertiggebracht, einen Dummen zu finden. Also ich finde das unmöglich, wie sie ihrer besten Freundin hier in den Rücken fallen. Na, und was den Dummen betrifft, so sollten sie sich schämen. Es ist doch mehr als selbstverständlich, dass man ein Kind nicht zu Weihnachten auf die Straße schickt. Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass Sie bis über beide Ohren in Vroni verschossen sind. Ich bin überhaupt nicht verschossen. In niemanden. Was ich tue, das geschieht aus reiner Nächstenliebe. Das ist wahrscheinlich eine Vokabel, die Sie noch nie in Ihrem Leben gehört haben. Ich denke, Sie gehen jetzt besser. Ja, das glaube ich auch. Mein Gott, was sind Sie doch für eine erbärmliche Egoistin. Da stirbt Ihrer besten Freundin der Großvater 2 Tage vor Weihnachten und Sie lehnen es ab, das Kind bei sich aufzunehmen. Großvater? Was denn für ein Großvater? Ach, tun Sie doch nicht so. Sie wissen doch genau, dass Veronique gar nichts anderes übrig blieb, als nach München zu fliegen. Aber Ihre Mutter, die war doch vollkommen fertig mit den Nerven. Aber Vroni ist nicht nach München geflogen. Ja, lügen Sie sich ruhig weiter. Ein gutes Gewissen zusammen. Ich muss jetzt gehen. Also Moment mal, Herr Brentin. Ich glaube, hier liegt ein ungeheures Missverständnis vor. Ja, das glaube ich auch. Und außerdem heißt nicht Brenn, sondern Bentin. Würden Sie jetzt bitte Stefanie holen? Gleich. Aber vorher rufen Sie bitte noch diese Nummer hier an. Ja, was soll denn das nun wieder? Das ist Vronis Telefonnummer. In Spanien. Hotel Fuerte Marbella. Wie ich Vroni kenne, liegt sie jetzt sicher noch im Bett. Bitte, bedienen Sie sich.
Soll das zusammengepackt werden? Nein, das geht zurück. Das will ich umtauschen. Umtauschen? Das ist schon eine ganz neue Tour. Entschuldigen Sie, aber Heiligabend ist erst heute. Ja, das weiß ich. Deswegen bin ich ja hier. Ne? Vielleicht gab es bei dem jungen Mann heute schon eine Bescherung. Oh, Entschuldigung. Kommen Sie doch bitte nach den Feiertagen wieder. Wir schließen in einer knappen Stunde. Sie sollten sich schämen. Andere Leute haben einen Trauerfall in der Familie und Sie lachen. Was ist es denn? Ja, bitte. Parfum, eine Krokohandtasche. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Entschuldigen Sie bitte. Sie bekommen natürlich sofort Ihre Gutschrift. Vielen Dank. Du, und dann gehen wir zu den Spielsachen. Und da kannst du dir aussuchen, was du willst. Oh, ist das Herbert? Na hoffentlich, der ist doch schon seit Stunden weg. Der Karpfen fertig? Den kannst du jederzeit schwimmen lassen, Riechen. Mensch, ist das ein süßer Fratz. Also wirklich, so eine kleine Puppe, die müsste man haben. Nun lass dir doch eine schenken, der Weihnachtsmann ist ja heute noch da. Jetzt auf in den Kampf, oh. Nein, Elsbeth, herzlich willkommen. Frohes Fest. Wir haben uns ja endlos nicht gesehen. Und trotzdem bist du nicht jünger geworden, aber hübsch. Hübsch ist es hier. War ganz schön teuer, was? Eigentumswohnung. Elsbeth, das ist Irmchen und das ist unsere kleine Stefanie. Ach, du Süßen. Herbert. Du mir gar nichts von gesagt. Wovon? Herbert, hat denn Elsbeth gar nichts bei sich? Nicht meine Handtasche? So. Rieke! Ich hab ja Karpfen. Ich denke, es gibt Aal. Also Karpfen mag ich nicht. Den esse ich nicht. Ja, aber Elsbeth, der ist ja auch erst für später, wenn wir aus der Kirche zurück sind. Jetzt, gleich nach der Bescherung, bekommst du deinen Aal. Hier, und jetzt mache ich erst mal den Baum an, Elsbeth. Du, Rieke, von mir bekommt ihr nichts. Ich schenke schon seit Jahren nichts mehr. Alle haben doch schon immer alles. Die Lütte, die ist dir ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Hat er mir gar nicht gesagt, dass er wieder verheiratet ist. Ja, und du hast ja auch eine nette, reizende Frau, Herbert. Nein, sie ist nicht meine Frau, Tante Elsbeth. Irmchen ist eine Mitarbeiterin von mir. Ja, hat das Kind denn keine Mutter? Ja, doch, natürlich hat das Kind eine Mutter. Ja, wo ist die denn? Ja, die ist zurzeit in Spanien, beruflich. In Spanien, beruflich? Zu Weihnachten? Ja, lebt ihr denn nicht zusammen? Nein, Tante Elsbeth, ich meine, ich kenne die Frau ja kaum. Was? Du kennst nicht die Mutter von deinem Kind? Es ist ja nicht mein Kind. Wessen Kind ist es denn? Das weiß ich nicht. So, das Christkind ist da. Jetzt aber los. Na, nun komm mal her, meine Lütte. Na, das sind ja Zustände hier. Nehmen Sie sich bloß in Acht. Oh, alles für viele. Du Fröhliche, oh, du Selige. Na, nun mach mal das an. Mach mal aus hier. Prägen Sie dir mal das an.